Leider konnte ich ja nicht mit einem Zeitfahrrad an den Start gehen, aber wir haben das Beste gemacht aus dieser Situation. Das war natürlich ein bisschen ungewohnt für mich. Filippo Ganna schlägt Bauke Mollema ganz stark, Nils Pullit als Dritter. Aber Ganna ist der erste Träger des roten Trikots. Der Blick auf die heutige Etappe, sie ist schwer, über 2100 Höhenmeter. Geprägt wird diese Etappe lange von einer Ausreißergruppe. Viele junge deutsche Fahrer sind mit dabei. Three riders in the lead, three riders in the lead. Hooper has been caught by the peloton race situation. Ineos Grenadiers leading the pack, led by former Tour de France winner Egan Bernal. 30. Hinten organisiert Ineos Grenadiers die Nachführarbeit, überragend dabei die Arbeit von Egan Bernal. Manchmal ein bisschen tricky, ansonsten super Straßenverhältnisse auf dem Weg in Richtung Meiningen. Vorne Gessner, Duckert, Stockmann der Belgier. Hinten am Ende seiner Kräfte Egan Bernal. Vorne noch immer drei Mann an der Spitze bei der ersten Zielpassage in Meiningen. Aber dann beginnt der große Kampf. Emmanuel Gebris-Gabier of Trek is dropped after all his efforts at the front of the pack. Egan Bernal also dropped. Bernal fällt hinten raus nach seiner langen Verletzungspause. Vorne an der Spitze Roman Duckert, Team Downer Accom. Fabio Jakobsen is dropped. Fabio Jakobsen distancing. Auch für den neuen Europameister Fabio Jakobsen ist das Terrain nun zu schwer. Es beginnen die Attacken. Vor allem Nils Pullit ist es, aber dann auch der Mann in Rot selbst, Filippo Ganna, der Zeitfahrweltmeister. Aber alle Attacken scheinen gescheitert zu sein. Der letzte Ausreißer ist gestellt, aber es gibt weitere Angriffe. Michi Scheer und an seinem Hinterrad der Olympiasieger von 2016, Greg van Avermaet. Es kommt also doch zum Sprint in Meiningen. Das Team von Alexander Christoph eröffnet das Finale. Aber mit dabei ist der kleine Australier Caleb Ewan. Und der sticht nun durch und fährt zu seinem ersten Sieg seit 4 Monaten. Zu den Geschlagenen gehört der Italiener Milan, aber ganz stark die Deutschen. Max Kanter auf 3 und Felix Groß als Vierter. Ja, dieser Sieg schmeckt sehr, sehr süß nach diesen vielen Monaten ohne Erfolg. Ich wusste, dass ich das schaffen kann, dass ich gewinnen kann. Und mein Team hat auch nicht das Vertrauen verloren. Ich bin glücklich, dass ich das zurückgeben kann. Der Blick aufs Tagesklassement mit 4 deutschen Fahrern unter den Top 10. Und Jakob Gessner freut sich über das blaue Trikot des Bergbesten. In Rot bleibt Filippo Ganna aus Italien vor der morgigen Etappe nach Marburg.